heute bei uns ein ganz besonderer Gast, liebe Zuschauer. Er hat mitgespielt in Robin Hood, in Stirb langsam und natürlich in Harry Potter. Und wenn Sie jetzt ganz genau in sein Gesicht gucken und Sie, Mr. Rickman, nicht lächeln, dann würden wir wissen, dass es natürlich Alan Rickman ist, alias Professor Snape. Heute unser Gast mit seinem neuen Film. Herzlich willkommen, Mr. Rickman. Dankeschön. Es ist ganz irritierend, Sie lachen zu sehen, weil Sie können den Bösewicht so spielen, dass man wirklich als erwachsener Mensch ein bisschen Angst kriegt. Geht Ihnen das öfter mal so, dass die Menschen so reagieren? Ich glaube, man hat auch andere Filme von mir gesehen, wo ich viel lache. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Tatsächlich, Liebe ist auch ein wunderschöner Film, wo Sie auch einen liebenden Menschen spielen. Es gibt so viel zu erzählen über diesen Mann und natürlich seinen neuen Film. Darüber sprechen wir gleich hier im Frühstücksfernsehen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Zuschauer, wir haben mit ihm gekämpft in Robin Hood, wir haben ihn gehasst in Stirb langsam, wir haben uns ein bisschen in ihn verliebt in Sinn und Sinnlichkeit und wir haben uns so unglaublich vor ihm gefürchtet in Harry Potter. Wir sind sehr stolz, dass heute Professor Snape bei uns ist, alias Alan Rickman. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Der Professor Snape, der bleibt wahrscheinlich immer haften. Er ist einfach so unfassbar präsent bei den Menschen auf der ganzen Welt. Wir freuen uns aber, dass Sie heute bei uns sind, um über Ihren neuen Film unter anderem zu sprechen, Die Gärtnerin von Versailles. Und bevor wir weitersprechen, schauen wir uns an ein paar Szenen aus Die Gärtnerin von Versailles. Jetzt spielt er Ludwig den 14. Hollywood-Star Alan Rickman erweitert sein Repertoire um eine weitere exzentrische Figur. Denn als Sonnenkönig wünscht er sich für sein Schloss Versailles einen Barockgarten, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen soll. Diese Frau, ist sie der Aufgabe gewachsen? Sie ist sehr geschickt in dem, was sie tut. Oscar-Preisträgerin Kate Winslet steht als ehrgeizige Gärtnerin vor einer großen Aufgabe. Sie muss die opulenten Wünsche des Königs erfüllen und sich gegen viel Neid ihrer männlichen Kollegen durchsetzen. Doch die Intrigen am Hof lassen sie kalt. Eure Majestät? Ist das eine Vierjahreszeit? Hm? Ja, Hoheit. Für den berühmtesten Gärtner der Welt. Als sie sich dann auch ausgerechnet in den Hofarchitekten verliebt, nimmt eine leidenschaftliche Romanze ihren Lauf. Ein wahnsinnig leidenschaftlicher Film mit einer wunderbaren Kate Winslet. Sie hat mal in einem Interview gesagt, dass sie beim Dreh zu Sinn und Sinnlichkeit auch wirklich ein bisschen Angst vor ihnen hatte. Haben Sie das damals bemerkt, dass sie Schiss hat vor ihnen? I think she's just having a joke. Ach, ich glaube, sie hat da nur einen Spaß gemacht. Every actor knows that actors are only weißt du, Schauspieler sind nur Schauspieler. Jeder weiß das. Wir sind ganz anders auf der Bühne und wir hatten viele tolle Momente auch. Gibt es eine Verbindung, eine Parallele zwischen Alan Rickman, zwischen Ihnen und Ludwig dem 14.? None whatsoever. Nein, null, wirklich nicht. Die einzige Parallele vielleicht, die mir genutzt hat bei dieser Rolle, ist, dass Ludwig der 14., dass er wie ein Filmregisseur war. Damals gab es Film noch nicht, das hat er mit den Gärten gemacht. Das ist eine sehr schöne Definition. Es gibt unfassbar viele Filme, die man mit Ihnen besprechen könnte. Ihre Karriere ist wirklich außergewöhnlich und es sind Filme, die auch in Deutschland hier unfassbar erfolgreich sind. Einer meiner Lieblingsfilme ist Robin Hood. Sie spielen den Sheriff von Nottingham. Ich weiß, das ist schon viele Jahre her, aber ich gucke ihn immer wieder. War das für Sie auch ein besonderer Schritt im Laufe Ihrer Karriere, dieser Film? I just remember having fun in it. Ich erinnere mich daran, wie viel Spaß ich beim Spielen hatte. Manchmal spielt man dreidimensionale Rollen und manchmal spielt man zweidimensionale Rolle. Und dann muss man selber die dritte Dimension hinzufügen und das habe ich da gemacht mit dem Spaß. Und der Zuschauer hat das auch genau gemerkt. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Unterschiedliche Filme, unterschiedliche Stationen. Mr. Rickman, nehmen Sie doch mal den Film heraus, der für Sie vielleicht der größte Wendepunkt war. Harry Potter is a unique experience. Harry Potter war natürlich eine außerordentliche Erfahrung. Ich war ja 10 Jahre Teil dieser Familie, obwohl wir ja immer nur 7 Wochen pro Jahr gedreht haben. Ganz viel Leben steckt da drin, ganz viel Zeit von mir. Wenn ich mir das jetzt anschaue und Daniel Radcliffe sehe, der war ja am Anfang 12, jetzt ist er 25 oder so.
Time goes by so fast. Die Jahre vergehen im Fluge, man merkt das gar nicht. Ich denke, als Schauspieler muss man ja immer in dem Moment leben und darf es nicht mit dem echten Leben verwechseln. Sie als Professor Snape sind natürlich eine wirklich herausragende Figur. Und wenn du irgendein Kind, irgendein Teenager, irgendeinen jungen Erwachsenen fragst, vor wem hattest du am meisten Angst, es ist immer Professor Snape. Sie haben irgendwie wie ein Synonym für einen Lehrer kreiert, für einen Menschen kreiert, vor dem man so viel Angst hat. Nein. Sie lieben ihn ja auch. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich habe ganz viele Briefe bekommen, wo drin steht, Professor Snape ist meine Lieblingsfigur, weil er so eine komplizierte, vielschichtige Rolle ist. Sie durften so viele unterschiedliche Rollen in Ihrem Leben spielen. Den bösen Bösewicht, den Liebhaber, den verständnisvollen Ehemann. Ganz, ganz unterschiedliche Figuren, was nicht alle Schauspieler so erleben wie Sie. Welche Rolle fehlt noch? Well, it might be the caring grandfather now. Naja, vielleicht der liebevolle Großvater, oder? Den habe ich noch nicht gespielt. Das ist auch noch ein weiter Weg, Mr. Rickman. Da brauchen wir noch ein paar Jahre für. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Es ist sehr toll für uns, dass Sie da sind. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem Film und freuen uns natürlich alle auf die Gärtnerin von Versailles mit Professor Snape, Alan Rickman. Far away, ricochet.